Hallo Internet! Hier ist wieder Beckenzack für euch und im Schlepptau habe ich meine Review zu Interstellar von Regisseur Christopher Nolan. I'm in space. Ich muss sagen, es fällt mir wirklich schwer, diesen Film zu bewerten. Er macht nämlich einige Sachen echt gut und andere Sachen nicht so gut. Ich bin ehrlich gesagt ziemlich hin und her gerissen. Das ist so wie morgens beim Frühstück. Was soll ich nur essen? Nutella oder Streifen-Nutella? Ich weiß es nicht. Um mir das Ganze ein bisschen zu erleichtern, habe ich mir gedacht, breche ich den Film doch einfach mal auf gewisse Eckpfeiler runter. Der Film ist zum Teil wirklich sehr bildgewaltig. Es ist ein Bild und es ist so gewaltig! Nee, so habe ich das nicht gemeint. Gerade die Szenen, die im Weltraum spielen, sind zum Teil so bildgewaltig, dass wenn ich in einem IMAX-Kino gesessen hätte, wahrscheinlich die meiste Zeit nur so ausgesehen hätte. Boah! Das Sternenmeer. Was leider überhaupt nicht beeindruckend ist, ist gerade am Anfang der Plot. Ich bin generell natürlich eher ein Fan davon, dass Filme länger sind anstatt kürzer. Aber dieser Film war einfach zu lang. Gott, war der lang. Ich meine, knapp das erste Drittel des Films besteht daraus, dass wir Matthew McConaughey sehen, wie er der lustige Farmerboy spielt. Hey, Pa. Mr. Jefferson hat gefragt, ob er sich den alten Traktor leihen kann. Ich hab ihm gesagt, wenn wir die gute alte Betsy eine Stunde ausleihen können, geht das klar. Hebe die ab! Das ist gerade am Anfang einfach zu lang. Charakterentwicklung, Charakterbeziehungen zueinander herstellen. Das ist so ein Ding, was mir persönlich wirklich immer sehr wichtig ist. Und ich will mich auch gar nicht beschweren darüber, dass er es hier gemacht hat. Er hat es wirklich sehr ausführlich gemacht. Aber es war stellenweise einfach echt zu lang. Gott, das war so lang. Ich saß halt im Kino zwischenzeitlich so da. Ah, Interstellar. Weltraum und so. Ich wusste gar nicht, dass im Weltraum Maisfelder sind. Glücklicherweise zieht die Spannung im zweiten Drittel deutlich an und wir bekommen dann das Weltraumdrama wirklich zu Gesicht. Und was wirklich sehr überraschend ist, ist, dass Christopher Nolan hier nicht den Fokus auf das Weltraumthema an sich legt, sondern vielmehr wirklich auf das Charakterdrama der einzelnen Personen. Was ich persönlich sehr erfrischend finde, ist, dass Christopher Nolan in dem Film die Thematik mit Menschen, die durch den Weltraum reisen, auf einer mehr realistischeren Basis betrachtet. Er nimmt halt wirklich die Relativitätstheorie und sagt aus, ja, Zeit ist relativ und Reisen mit Lichtgeschwindigkeit genauso und so weiter und so fort. Das sind so Sachen, die andere Science-Fiction-Filme wie, ach, ich weiß auch nicht, Star Wars oder Star Trek oder eigentlich jeder Science-Fiction-Film nicht macht. Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte Ihnen einmal das Prinzip von Zeitreisen etwas mehr erläutern. Ich möchte da gar nicht zu genau drauf eingehen, aber sagen wir einfach mal, die Gleichung von Einstein E gleich mc hoch 2 ist furchtbar kompliziert. Und da ich das letzte Mal Physik in der 8. Klasse hatte, kann ich noch nicht mal annähernd erklären, was es damit auf sich hat. Was ich kenne, ist aber trotzdem der Begriff Zeitdilatation. Zeitdilatation beschreibt im Prinzip, je schneller Sie sich bewegen, desto langsamer vergeht die Zeit für Sie. Man kann das testen, indem man einfach zwei Uhren nimmt, eine auf der Erde und eine packt man in ein Flugzeug und lässt diese Uhr mit dem Flugzeug dann herumfliegen um die Erde. Wenn man am Ende die beiden Uhren vergleicht, wird man sehen, dass die Uhr, die im Flugzeug war, etwas nachgeht. Die Zeit hat sich also augenscheinlich für die Uhr in dem Flugzeug verlangsamt. Genau deswegen sagt man ja auch diesen Ausdruck, Zeit ist relativ. Ganz simpel ausgedrückt heißt das also, wenn ich auf meiner Enterprise sitze, auf dem Locus, und eine dicke Wurst lege, dann vergehen für mich nur zwei wundervolle Minuten. Aber für meine Familie und für meine Freunde zu Hause auf der Erde vergehen mittlerweile ein paar Jahre. Man kann also sagen, Zeitreisen existieren tatsächlich, die Auswirkungen sind nur total beschissen. Und in Bezug darauf gibt es gerade später in dem Film 3, 4, 5 wirklich sehr, sehr, sehr emotionale Szenen, die einen irgendwie als Zuschauer eiskalt erwischen. Wie so ein Schlag in die Magengrube, ja?
Ja, ich geb's zu. Ich hatte an manchen Stellen wirklich Pipi in den Augen. Und das passiert mir wirklich nicht oft bei Filmen. Und genau das ist wieder so ein Kriterium, was den Film für mich so unglaublich aufwertet. Das Problem ist halt nur, dass die Sachen, die ihn wieder runterziehen, sich irgendwo ausgleichen. Ich sage es nochmal, bei diesem Film stehen ganz klar die Menschen oder die Person im Vordergrund und nicht das gesamte Weltraumthema. Das gesamte Weltraumthema ist eigentlich nur dazu da, um das Ganze ein bisschen interessanter zu erzählen. Wo ich gerade beim Plot bin, beziehungsweise der Erzählstruktur. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass es stellenweise echt sehr, sehr langatmig ist. Das Ganze wird nicht dadurch besser, dass der Plot oder die Story, also zumindest für mich war es so, echt verdammt vorhersehbar ist. Ich meine, Christopher Nolan ist dafür bekannt, dass er in seinen Filmen am Ende eigentlich einen gewissen Plot-Twist einbaut oder eine Enthüllung spinnt, wo der Zuschauer dann so sagt, oh shit! Ich meine, in seinen sonstigen Filmen macht er das ständig, ja? Da sitzt man eigentlich, wenn man den Film noch nicht kennt, im Kino und denkt sich am Ende so, what the fuck? Und es mag gerade daran liegen, dass ich halt wirklich eine große Auflösung oder einen großen what the fuck Moment erwartet habe, dass ich dann im Endeffekt ein bisschen enttäuscht war, aber ich weiß es nicht genau, ob es jetzt wirklich an mir lag oder ob die Story wirklich so vorhersehbar war. Ich werde euch diese Szene oder den Film jetzt nicht spoilern, versprochen. Aber trotzdem kann ich das ja mal ein bisschen anreißen und euch sagen, was mich daran stört. Es ist halt so, angenommen, ihr würdet einen Film gucken über irgendeinen Serienkiller. Und in der Anfangsszene seht ihr einen Typen mit roten Cowboystiefeln und einem Cowboyhut. Und später wird dann der Cowboykiller gesucht. Wer könnte wohl der Mörder sein? Ja, ganz richtig. Der Butler. Also es ist jetzt nicht wirklich ganz so stumpf, aber für mich persönlich war es schon irgendwie so. Ich dachte mir einfach nur so, ja, geil, wusste ich seit der 25. Minute, dass es so kommen wird. Trotzdem lasst mich euch sagen, dass bei dem Film nicht das Ziel ist, sondern wirklich der Weg das Ziel. Und ihr habt einige Szenen drin, die einen echt eiskalt erwischen. Aber was will man auch anderes erwarten von einem Cast, der aus mindestens 4 Oscar-Preisträgern besteht? Darunter Anne Hathaway, Matthew McConaughey, Michael Caine und Matt Damon. Matt Damon. Matt Damon. Matt Damon. Matt Damon! Gut, ich fasse euch das Ganze jetzt nochmal grob zusammen. Auf der einen Seite ist der Film hervorragend, gerade was seinen Cast angeht, die alle wirklich einen hervorragenden Job machen und wirklich sehr viele Emotionen in das Ganze reinbringen. Das Problem ist nur, dass man auf diese Szenen, die einen echt emotional berühren, echt lang warten muss. Zwischenzeitlich könnte man quasi fast dem Gras beim Wachsen zusehen, bis denn mal wieder was passiert. Trotzdem muss ich sagen, dieses Warten ist es wert, denn einige Szenen sind echt harter Tobak. Zumindest für mich. Darüber hinaus ist es wirklich sehr erfrischend, dass Christopher Nolan hier mal einen, ich sag mal, realistischeren Ansatz bei dem ganzen Zeitreise, Weltraum und so weiter etc. PPP-Thema findet, das man so eigentlich wirklich selten sieht. Ich bin also wirklich, auch gerade wenn ich noch den Plot bedenke, der jetzt nicht so das Gelbe vom Ei war, ein bisschen hin und her gerissen. Weil die guten Sachen und die schlechten Sachen wiegen sich für mich so ein bisschen auf. Wirklich nach sehr langem Grübeln gebe ich dem Film daher 8 von 10 Punkten. Ich mache das jetzt nochmal ganz stumpf. Wenn euch Inception gefallen hat, wenn euch AI, künstliche Intelligenz, gefallen hat, wenn euch 2001, Space Odyssey, gefallen hat, dann wird euch auch Interstellar gefallen. Seid ihr aber eher der Fan von, ich weiß nicht, den neuen Star Trek Filmen, wo es nur den Arsch voll Action gibt, oder Star Wars oder sonstigen Science-Fiction-Weltraum-Filmen, dann würde ich euch von dem Film eher abraten, weil dann langweilt ihr euch doch wahrscheinlich sehr. Ah, ich weiß, ich finde wieder einfach kein Ende hier. Zum Abschluss noch ein kleiner Tipp von mir. Wenn euch Inception gefallen hat, ihr aber außer Inception nun mal und den neuen Batman-Film keine Filme von Christopher Nolan kennt, dann würde ich euch sehr ans Herz legen, dass ihr euch zum einen mal Memento anseht. Das ist, oder es war so ziemlich Christopher Nolans Regiedebüt, damit ist er wirklich berühmt geworden. Das ist ein Film, den guckt ihr rückwärts, Moonwalk-Style. Mhm. Und zum anderen
würde ich euch empfehlen, dass ihr euch mal Prestige anguckt. Das ist ein Film über zwei Magier, die sich miteinander betteln. Gespielt von Hugh Jackman und Christian Bale. Ja, ganz recht. Wolverine und Batman hauen sich gegenseitig als Magier auf die Fresse. Außerdem ist noch Michael Caine dabei und Scarlett Johansson. Ha, was will man mehr? Würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, euch das mal anzusehen, wenn ihr sie nicht kennt. So Leute, das war meine Review zu Interstellar. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr hier unten auf Abonnieren klicken würdet. Damit ihr auch über alle meine Videos up to date seid. Und ich meinen Siegeszug im Internet weiter fortführen kann. Und außerdem könnt ihr euch hier mal meine Review zu Teenage Mutant Ninja Turtles angucken vom Regisseur Michael Bay. Oder auch hier meine Review zu Dracula Untold. Und ja, bis dahin sage ich, hauen Sie, bauen Sie!